11. Juni geht's los. Dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Mit FIFA WM 2010 liefert EA Sports das offizielle Spiel zur Endrunde. Und wir haben es uns auf meinem heimischen Sofa schon mal gemütlich gemacht und spielen unser persönliches Traumfinale, einen echten Klassiker der Fußballgeschichte. Wir spielen England gegen Deutschland. Und los geht's! In FIFA WM 2010 kann man die ganze Endrunde nachspielen, inklusive aller 199 Teams und natürlich auch mit allen 10 Stadien. Und jetzt ist er bei euch. Stark gemacht. Im Vergleich zu FIFA 10 hat sich nicht viel geändert, aber das ist nicht schlimm, denn das Spiel schafft genau den Spagat zwischen Simulation und Arcade, also genau richtig für den Kick für zwischendurch. Siehst du, jetzt fällt's. Uni. Ja! Wie man hier am Torjubel sehen kann, Grafik und Animation sind auf WM-Niveau. Die Spieler werden toll animiert, die Torjubel sind neu und können sogar vom Spieler selbst gesteuert werden. Auch Fans und Trainer tauchen im Spiel auf. Bei der Steuerung hat sich im Vergleich zu FIFA 10 nichts geändert. Alle Aktionen gehen leicht von der Hand und werden direkt auf dem Platz umgesetzt. Ja, da geht er durch, jawohl! Noch ist der Verteidiger da. Oh. Jawohl, Ausgleich! 1:1, kurz vor der Pause. Neben dem WM-Modus gibt es auch einen Karrieremodus, bei dem man als Spieler zum Kapitän der Nationalmannschaft aufsteigen muss. Und natürlich auch verschiedene Szenarios, bei denen man Spiele der WM-Qualifikation, aber auch der letzten Endrunde in Deutschland nachspielt. So, Anpfiff zur zweiten Hälfte. Was uns nicht gefallen hat, PC-Spieler stehen bei FIFA WM 2010 im Abseits. Das Spiel gibt es ausschließlich für PlayStation 3, Xbox 360, Wii und PlayStation Portable. Aber dafür ist es ziemlich gut. Und da ist wieder Rooney. Er geht durch und steht völlig frei. Und ja, das 2:1. Wir haben es. Oh, ist das schon ein Siegtor für England? Und da ist der Abpfiff. Oh ja, das ist es. Tja, 2:1. Ja, England wird bei unserer WM hier auf der Couch Weltmeister. Hoffen wir mal, dass es in Südafrika für die deutsche Mannschaft besser läuft und wir dort den Titel gewinnen.